What's up, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 3 Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute soll es um die Map Fringe Nightfall gehen, die ja im letzten Update neu in Black Ops 3 hinzugefügt worden ist. Es gab ja jetzt nach 3 Jahren immer noch einen riesig großen Patch bzw. ein großes Update für Black Ops 3. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, das ist vor 2 Tagen oder so online gegangen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr dort gerne mal auschecken. Falls ihr Black Ops 3 immer noch feiert und immer noch aktiv seid, diese Videos immer noch nice findet und wollt, dass ich solche Videos öfter mache, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Hier in den harten Zeiten auf YouTube, bei denen man nur 300 Klicks bekommt. Aber Leute, man soll sich ja nicht beschweren. Falls ihr die Map selbst noch nicht gespielt habt, im Hintergrund seht ihr so ein kleines Gameplay von mir. Ich glaube, Herrschaft war es auf der neuen Map Fringe Nightfall. Um euch einfach die Map mal so ein bisschen zu zeigen. Wie gesagt, da könnt ihr euch kostenlos einfach ansehen. Also eine kostenlose Map ist ja auch eigentlich ziemlich nice von Treyarch. Ja, Freunde, aber achtet nicht auf mein Aim, ne? Ist ein bisschen eingerostet. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Da Black Ops 4 theoretisch schon so vor der Tür steht und wir auch am 17. Mai das Community Reveal Event haben, muss man natürlich alles, was jetzt so in Black Ops 3 veröffentlicht wird, so ein bisschen in Verbindung mit Black Ops 4 sehen, weil es sind natürlich Easter Eggs da, es sind Verbindungen da. Man kann irgendwelche Schlüsse aus Sachen ziehen und genau das habe ich bei dieser Map auch getan, beziehungsweise bei anderen kleinen Sachen, die so in Black Ops 3 implementiert worden sind. Und trotz dessen, dass Fringe Nightfall natürlich eigentlich nur dieselbe Map wie Fringe ist, nur bei Nacht und eigentlich meiner Meinung nach auch cooler aussieht, so ein bisschen was Düsteres hat und so weiter und so fort, verrät uns das Ganze eigentlich schon ziemlich viel eigentlich so über das Setting von Black Ops 4, wenn man das eigentlich so in Relation setzen kann. Und zwar erkennt man beim genaueren Hinsehen auf Fringe Nightfall, dass das wohl ein Fringe in der Vergangenheit bzw. vor Black Ops 3 ist, denn die Häuser sind alle noch in Konstruktion, das Innenleben, also die Räume in den Häusern sind noch neu, dort stehen Fernseher rum, dort sind Teppiche, Stühle und in Black Ops 3 wissen wir ja, dass eigentlich alles so ein bisschen zerstört, alt und einfach extrem abgenutzt. Glaubt man so manchen Quellen, die gesagt haben, dass Black Ops 4 wohl so um die 2020 spielen soll, beziehungsweise von der Zeit her zwischen Black Ops 2 und Black Ops 3, dann passt auf jeden Fall auch das Setting von dieser Map dazu, weil das würde ich auch so in diese Richtung einsetzen, so 2020 so rum. In dem einen Haus sieht man zum Beispiel auch einen Flachbildschirm. Man sieht ganz normale moderne Autos, aber auch keine irgendwelche krassen Zukunftssachen oder sowas. Um das Ganze noch zu unterstützen, haben wir sogar hier auf der Map so ein Plakat, wo etwas steht von große Neueröffnung im Juni 2049 und 2049 würde auf jeden Fall genau in die Zeit zwischen Black Ops 2 und Black Ops 3 passen. Also ich denke mal, das soll schon mal ein richtig großer Hinweis sein, in welcher Zeit Black Ops 4 ungefähr spielen soll. Dann hat auch noch jeder so eine wunderschöne Visitenkarte von Treyarch geschenkt bekommen beim Start vom Game. Und zwar so eine Karte, auf der eine Biene drauf ist mit einem Helm, mit einer Waffe. Und wenn man sich die Biene jetzt mal genauer anschaut, da sieht man den Helm, der jetzt aber nicht aus irgendeinem, ja, Zweiten Weltkrieg ist oder Ersten Weltkrieg und sowas, sondern eher so wie ein Helm aussieht, den man in der heutigen Zeit so auf den Soldaten Köpfen sieht. Und auch die Waffe, die dort zu sehen ist, ist eher so eine moderne Waffe und keine alte Waffe, wie sie jetzt zum Beispiel früher benutzt wurden. Ich denke mal, da spricht schon einiges dafür, in welcher Zeit Black Ops 4 so spielen wird. Ich denke auf jeden Fall zwischen Black Ops 2 und Black Ops 3, was auch die Leaks gesagt haben. Vielleicht so um die 2040, vielleicht auch so 2049, wie es auf dem Plakat steht. Wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie das Ganze so wird. Ob man diese Verknüpfung von Black Ops 2 und Black Ops 3 ordentlich hinbekommt. Und ja, in meinem letzten Video habe ich ja schon die Perks gezeigt, die schon geleakt worden sind in Black Ops 4. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr dort auch gerne vorbeischauen. Und da munkelte man ja, dass eigentlich Boots on the Ground bestätigt ist für Black Ops 4. Und das würde natürlich auch zu dieser Zeit passen, denn ich denke, dass wir, wenn man mal so davon ausgeht, dass 2040 nur noch so 20 Jahre von jetzt weg ist, ich denke nicht, dass da die Soldaten mit Jetpacks in der Luft rumspringen werden. Ihr könnt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen Map haltet, was ihr von diesen Leaks jetzt haltet, ob ihr auch denkt, dass die Map sozusagen zeigt, in welcher Zeit Black Ops 4 spielt oder ob ihr da eine andere Idee habt. Falls ihr nice Fortnite-Videos sehen wollt, ich habe einen Zweitkanal, einen kleinen Mini-Fortnite-Kanal, der gerade 15 Abonnenten hat, Freunde. Haut dort mal ein Abo raus für mich. Der Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung und auch hier in der Infocard. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder von dem heutigen Video. Falls irgendwelche neue Informationen über Black Ops 4 geleakt werden, wenn neue Sachen zu Black Ops 3 kommen oder einfach irgendwelche Black Ops 3 Gameplays, Tipps und Tricks und so weiter, ihr werdet das alles hier auf dem Kanal weiterhin sehen. Falls ihr gar nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert vielleicht auch mal die Glocke, denn ihr wisst ja, YouTube spackt immer rum. Und dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde, und bis zum nächsten Part.